Nee, 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 nee. Da bist du mal mit dem Belaya-Setup hier am Yama und dann ballert dir hier auch noch sowas rein. Ei, 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 ei. Ich hoffe, es ist nicht so groß, dass ich den Brocken nicht rausgezogen bekomme. So, ich bin mal wieder am Yama unterwegs. Endlich mal wieder schön entspannt ein bisschen Spinning machen. Oh, da kommt er schon an. Der olle Keter. Und ich bin auf der Suche nach Rotlachs und vor allem nach Schreschnjew-Saibling. Was? Richtig. Schreschnjew-Saibling allen. Richtig wildes Ding. Super selten. Aber Cash ohne Ende. Wenn er denn mal so einigermaßen maßig ist. Und ich zuppel hier schön durch. Hatte gestern Abend schon ein bisschen hier rumprobiert. Hat super funktioniert an der Stelle. Und wham, next. Und jetzt teste ich hier gerade schön den Spot. Ausgiebig 264, 184. Das heißt, das ist hier ganz rechts außen. Das ist, glaube ich, E4 auf der Map. Also eine der ultimativen Stellen hier auch am Yama. Nicht zuletzt auch super wichtig für einen König, aber eben auch schöne Silberlachse. Richtig cool. Jetzt gerade hier im Brutkleid oder wie das sich da schimpft, der Silberlachs rot eingefärbt schon. Sehr, sehr cool. Ja, Schreschnjew-Saibling in klein ist gerade auch schon wieder reingegangen. Wie gesagt, super selten. Rotlachse gehen rein. Dollys gehen mit rein, natürlich auch immer mal wieder ein Keter. Ja, und das Ganze hier mit dem super günstigen Setup. Einfach nur mit dem Belaya-Set sozusagen, was man sich ja schon so ungefähr ab Level 12 bis 15 leisten kann. Ich verlinke das nochmal eben, das Video zum Belaya-Setup. Ultimatives Setup im Game, was ja zuletzt auch noch verbessert wurde. Das heißt, die Route hat mehr Tragfähigkeit. Dementsprechend kann man jetzt natürlich auch nochmal eine andere Rolle draufpacken. Wir haben jetzt hier 11 Kilo Tragfähigkeit theoretisch, die wir ausnutzen könnten. Mache ich aber gar nicht. Auf Setup gehen wir jetzt gleich nochmal detaillierter ein. Ich nutze das relativ zart und fein hier und muss sagen, bisher toi toi toi, war noch kein dicker, fetter Brocken dabei, der mich hätte fertig gemacht oder zum Aufgeben gezwungen. Also von daher klappt es gerade ganz gut. Was ich gestern Abend noch probiert habe und viel ja, getestet habe, verschiedene Fluorocarbon-Stärken natürlich, verschiedene Geschwindigkeiten. Ich hatte mitunter den Eindruck, dass es auf langsamem Tempo besser funktioniert mit dem Schreschnjew-Saibling. Ich hatte im Test einmal den, gucken wir mal eben rein hier, den Hornet in Rot und den Spiker in Rot, also diese beiden Köder. Und ja, da war es wie gesagt eher so im, ja ich sag mal so 15 bis 25er Tempo, relativ langsam war es erfolgreicher. Jetzt habe ich gerade noch mal ein bisschen umgebaut. Habe hier jetzt gerade einen 5,5 Kilo Fluorocarbon. Auch das ballert natürlich ganz gut rein. Dementsprechend habe ich natürlich auch schon ein bisschen Schwierigkeiten mit einem 2 Kilo Fisch. Der macht sofort halt Action. Aber ja, man hat auch eine echt gute Frequenz. Kann man nicht anders sagen. Gucken wir gerade mal rein. So sieht es im Moment aus. Buckellachs mit dabei. Jetzt gerade hier, genau, Silberlachs, Rotlachs mit 2 Kilo dabei. Eschen gehen auch immer wieder mit rein, Dollys, genau. Und eben Schreschnjew-Saibling. Gestern Abend noch einer dabei gewesen im schönen Gewand. Da ist er. So sieht er aus, wenn er, ja, sich mal so ein bisschen hübsch angezogen hat. Der Schreschnjew-Saibling, gestern Abend war er auf 950 Gramm ungefähr, also schon gar nicht mal so schlecht, 971 gerade bisher mein größter, auf dem Slimshot sehe ich gerade, auch eine Idee, auch eine Idee, netter Beifang, aber da muss man sagen, das hier geht eben auch gezielter mit dem Schreschnjew und es waren tatsächlich auch gestern 5, 6 Stück dabei, also gar nicht so schlecht gerade hier an der Stelle.
dass der Brocken hier reinballert. Vorzugsweise oder eine größere Anzahl tatsächlich in den Morgenstunden. Auch das ist natürlich dann immer ganz praktisch. Bäm, 700er Esche, ostsibirisch, auch gut. Da ist gerne mal der Auftrag drinne für 2x400 Gramm Esche. Gerne auch so, ja, ich glaube so um die 70 bis 100 Silber. Also auch da der Auftrag richtig lohnenswert, wenn man zwischendurch mal die Esche rauszieht. Ich gucke gerade nochmal eben rein. Genau, wir hatten hier im Discord nämlich den Beitrag von Biernote. Und das tut Note. Zack, die nächste. Der hat hier nämlich ordentlich getestet. Jama Wild, Schereschnev, Saibling schreibt er hier ran. Ausgiebiger Bericht zum Jama oder zu diesem Spot. Sehr schön detailliert alles im Discord beschrieben. Link zum Discord unten drunter unter diesem Video. Und da hat er dann auch drin die Vorfächer, den Köder, welcher Haken. Genau, auch hier schreibt er rein, sehe ich es gerade. 18, 19, 20er. Tempo, okay, 60% auswerfen. Dann habe ich teste das mal. Und zwar hat er hier, Alter, ich sehe das gerade erst, hier in diesen, zu diesem Busch geworfen, 60%, obala, zu diesem Busch da vorne geworfen. Wir machen das doch einfach mal genau so. Ich hatte gestern bloß gesehen, hier den Kescher durchgeklickt. Er hatte da auch 6, 10 Schereschnev-Saibling mit drin. Ah, okay, aber auch knapp 3 Stunden hier gestanden. Eschen, viele Eschen dabei, viele Rotlachse dabei. Richtig, richtig gut. Silberlachse auch einige dabei. Also, da geht schon einiges auf schön feinem Setup. Ich gucke gerade nochmal eben rein, was er da für ein Vorfach hatte. 5,5 Kilo tatsächlich auch. 10 cm, 5,5 Kilo. Genau. Auch nicht so schlecht. 10 cm. Ich mache auch nochmal ein bisschen langsamer gleich. Und ja, wobei 5,5 Kilo ist natürlich wirklich, wirklich dünn, ne? Ich war jetzt zuletzt mit 6 und 7 Kilo unterwegs. Auch da sind einige reingegangen. Also auch das funktioniert. Und ich gehe jetzt nochmal deutlich langsamer rein. Wie gesagt, gestern Abend war es auf langsam gut. Aber ich sehe auch, mit dem Vorfach oder in der Konstellation vom Setup komme ich hier nicht so richtig rein, dass der Spinner richtig Action macht. Jetzt kommt er richtig in Spin, gibt richtig Gas. Wir sehen unten das Flackern hier an der Actionbar. Aber jetzt ist der Köder auch schon wieder so weit in Richtung Ufer hier abgetrieben. Das ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass da noch was geht. Ja, schwierig ein wenig. Ansonsten, wie gesagt, ich habe einfach so nach dahin ausgeworfen, locker und langsam durchgeleiert. Und der Köder geht ja mit der Strömung zack, immer weiter rum. Also er zieht hier auch so ein bisschen so eine Kurve ja, ne, beim Einkurbeln. Also, im Großen und Ganzen super Spot. Vielen Dank vor allem auch an Biernote mit dem, für den Beitrag. Richtig, richtig cool. Einfach einen Fisch, der einfach ja, super selten ist. Und das Schöne ist einfach, wenn man ihn, ja, wenn man ihn bekommt, man wird auch echt übelst belohnt. Der haut eben auch kohlemäßig richtig gut rein. Ich teste gleich nochmal so ein bisschen andere Vorfächer, andere Stärken. Und guck mal, ob ich gleich noch ein Setup hinkriege, eine Schnur hinkriege, mit der ich im langsamen Tempo den Spinner auch so richtig schön in Schwung bekomme. Das ist halt tatsächlich Schnur- und Vorfachsabhängig. Dementsprechend muss man immer so ein bisschen gucken. Oder es sind halt viele Komponenten. Nicht nur Schnur, Vorfach, sondern auch Geschwindigkeiten natürlich. Und ja, Strömung oder Nichtströmung, mit der Strömung, gegen die Strömung. Also da muss man wirklich so ein bisschen rumexperimentieren. Ei, 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 ei. Da geht nochmal einer rein und ich habe es gerade nochmal ein bisschen leichter und feiner gemacht. Habe hier auch sogar meine Rolle nochmal geändert. Das Schöne ist jetzt ja hier mit der 11 Kilo Rute kann man natürlich auch dementsprechend gute Rollen draufpacken. Aber das hilft ja alles nichts, wenn man trotzdem nur so ein dünnes kleines Vorfach hat. Komm ran hier. Also, es ist tricky, es ist schwierig. Gerade mit dem richtigen Tempo. Japanischer Saibling, schön. Kleiner.
noch gar nicht richtig gefärbt. Ich habe hier zum Beispiel gerade mal die Inferno drauf gemacht. 10 Kilo ist natürlich auch sehr spannend, aber da muss man natürlich auch ein bisschen drauf aufpassen, wenn man mit so einer Rolle, es ist eine 2000er unterwegs ist, dann passt natürlich auch von der Schnur nicht so viel drauf. Ich habe mal hier diese abgeranzte genommen, die hat schon ordentlich Verschleiß drauf, reicht aber noch vollkommen aus. 4 Kilo Vorfach habe ich gerade nur, 4,1 Kilo. Und ja, mit 150 Meter Schnur hier an der Stelle kann es schon ein bisschen knapp werden. Aber wenn man sowas wie eine 3000er Rolle zum Beispiel hat, es gibt ja, oder man hat ja die Chance hier, die Medium-Rollen zu verwenden auf dem Belaya-Setup, dann geht da natürlich auch noch ein bisschen mehr Schnur drauf. Mehr Schnur, ja, mehr Power. Ich sag mal so, um 9 Kilo herum ist es, glaube ich, schon ganz angenehm. Das ist dann quasi wie das Ultralight-Angeln. So, komm mal ran hier. Der nächste Silberlachs. Richtig, richtig cool. Also kohlemäßig tipptopp. Hier auch die Silberlachse, die Rotlachse, wenn man einfach geradeaus durchwirft. Zack, der nächste jetzt hier. Und wenn man dann eher so in die Richtung hier wirft, in Richtung von diesem kleinen Busch oder von diesem Doppelbüschchen da vorne und dann versucht ein bisschen langsamer durchzuziehen, dann gehen auch echt immer mal wieder die Scherechnew-Saiblinge rein. Schwieriges Thema, nichtsdestotrotz, denn man hat halt immer das große Risiko, dass hier ein übermächtiger Brocken reinballert. Vom Setup her gucken wir mal eben rein. Ich habe ja auch gerade nur wirklich einen 8er Haken dran. Also am ja, hier am Hornet nur mit einem 8er Haken. Muss reichen für diesen Fisch. Und bisher sieht es gut aus. Wobei ich überlege schon vielleicht noch einen 6er zu nehmen. Eine Nummer größer. Und ja, damit dann weiter durchzuziehen. Ich gucke gerade nochmal, ob ich irgendetwas anderes habe. 5,4 wäre es vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. 8, das sind wir bei 1,3er Stärke. Ja, das wäre doch noch was. Da kriege ich noch ein paar Meter mehr drauf. Gehen wir mal hier nochmal auf diese Schnur. 8,2, genau, 8,2. Da sind wir bei 260 Meter Schnur jetzt auf dieser Rolle. Das reicht auf jeden Fall. Und ich nehme nochmal, wie auch gestern Abend, hier diese, hier das 7,7 oder ich gebe auf 6,9, 30 cm. Damit sind wir doch dann ganz gut bedient. Guck mal hier, wie weit man rauskommt damit. Mega gut. Und jetzt einfach nochmal schön auf entspannt locker durchziehen hier. Ich bleib mal so auf der 17. Gucken wir mal, was jetzt damit geht. Ich einfach mal 2, 3 mal, 4 mal werfen und gucken, ob das läuft. Das heißt, man zieht locker durch. Jetzt so langsam kommt er ins Wiggeln. Zack, da geht schon wieder was rein. Oha. Na, 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 na. Was haben wir denn da für einen Kandidaten dran? Das sah, war ein bisschen silbrig. Sah ein bisschen hell aus. Na. Komm her, Bürschchen. So klein kann er jetzt eigentlich gar nicht mehr sein. Mit dem Vorfach. Vielleicht ein Buckel. 1,8er Silberlachs. Schön. Sehr schön. Also, ihr seht, es läuft. Ich habe gerade richtig Bock darauf. Macht einfach Spaß, solche seltenen Fische zu fangen. Toi, toi für euch, Petri, dass da noch der Scherechnew reingeht. Ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen durch, bis es dunkel wird. So, und jetzt so langsam der letzte Auswurf. Es wird langsam dunkel hier. Und dann lässt es auch gleich mal nach. Reicht auch. Ich gucke gleich mal eben kurz in den Kescher rein, was das Ganze denn so gebracht hat. Es sind noch ein paar schöne Dinger reingegangen. Ich teste jetzt ja hier gerade nochmal mit dem 7er Vorfach, 7 Kilo. Und muss sagen, auf so ganz langsam ballern sie auch manchmal rein. Also ganz wild. Tempo 10 oder sowas. Schön gegen die Strömung. Also, ist schon abgefahren. Allerdings leider kein weiterer Scherechnew bis jetzt. Aber nochmal ein schöner Rotlachs. Na, das ist doch nett. Auch wieder Tempo 10. Super langsam, ey. Krass. Komm ran hier. 3,2 Kilo. What? Richtig gut. Einmal muss ich noch werfen. Schön locker durchleiern. Ihr seht, das flackert hier unten schön.
So soll das sein. Einfach locker durchziehen. Cool. Und der nächste wieder. Sehr, sehr gut. Also, ich gehe jetzt gleich nochmal zurück in die Base. Kurz reingucken, was das Ganze denn so bringt mit den Brocken. Und ja, danach gehe ich direkt hier nochmal. Der nächste Rotlachs. Cool. Auf langsam und auf dünn. Sehr schön, ey. Und der nächste. Einmal muss ich noch werfen. Einer geht noch. Leider ist doch keiner mehr reingegangen. Aber das war doch im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht, der Einsatz. Guck mal hier. Nee, 1,2er. Nee, solche Eschen, die waren leider nicht dabei. Die anderen sind gerade nicht mit drin. Dolly ist mit drin. Schön, schön, schön. Aber leider nichts für den Kaffeeauftrag. Und jetzt gucken wir mal eben nach der letzten Stunde so ungefähr. Wo sind wir denn hier? Oder hier, 43 Minuten. Das war dann jetzt quasi die letzte Tageszeit. 355 Silber. Das ist doch schon soweit ganz okay. Davor rumgetestet. Ja, war noch nicht ganz so gut. Aber bis dato kann man das doch ganz gut machen. Schöne Brocken. Wenn wir mal eben nach Preisen sortieren. Auch die ganzen Rotlachse ballern natürlich super gut rein. Und ja, ich muss weiter suchen. Wie gesagt, 950 beziehungsweise Personal Best ist 970 Gramm. Mal über ein Kilo Cherezhnev Saibling wäre doch mal was. Oder sogar die Trophy. Vielleicht fängst du ja die Trophy. Daumen da lassen, wenn es dir gefallen hat. Kanal abonnieren, wenn es dir geholfen hat. Das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.